Zum ersten Mal nach der Neuwahl des NRW-Parlaments haben sich heute die 237 Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag getroffen. Nach ihrer Verpflichtung wählten sie die neue Führungsriege des Parlaments in einem fast vierstündigen Abstimmungsmarathon. An der Spitze des neuen Präsidiums die SPD-Politikerin Carina Gödecke. Von den gültigen Stimmen entfielen mit Ja 223. Auf die Blumensträuße folgte dann gleich die erste Rede als Landtagspräsidentin. Selbst nach 17 Jahren Parlamentsarbeit immer noch ein aufregender Moment. Ich nehme die Wahl an, bedanke mich ganz herzlich für dieses grandiose Stimmergebnis. Und der Präsident hat recht gehabt in der Vorbereitung. Die Stimme ist belegt. Wenn man so ein tolles Ergebnis kriegt, dann wackeln auch ein bisschen die Knie. Die eine kommt, der andere geht. Abschied nehmen hieß es für Eckhard Uhlenberg, zumindest vom Amt des Präsidenten. Denn das geht traditionell an die Fraktion mit den meisten Sitzen im Parlament. Dem Präsidium bleibt der CDU-Politiker trotzdem erhalten, als erster Vizepräsident. Auch den grünen Abgeordneten Oliver Keimes bestätigte der Landtag in seinem Amt als zweiter Stellvertreter. Ganz neu im Präsidium der ehemalige FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Gerhard Papke und der Pirat Daniel Düngel. Zusammen mit diesen vier Vizepräsidenten wartet auf Carina Gödecke in den nächsten 5 Jahren jede Menge Arbeit. Sowohl im Haus als auch draußen im Land. Und eines ist ihr dabei ganz besonders wichtig. Ich wünsche mir ein entscheidungsfreudiges, ein mutiges, ein kommunikatives Parlament. Ich wünsche mir ein Parlament am Puls der Zeit. Vielen Dank und Glück auf.